Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rauber und heute geht es um das Andienen von Aktien, wenn man Put-Optionen geschrieben hat. Also quasi Cash-Secured Put. Ne? Man will die Aktie haben, deswegen hat man einen Put geschrieben. Und ich habe eine Mail bekommen und in dieser Mail ist mir ein großer Fehler aufgefallen und den will ich jetzt mit euch klären und deswegen gibt es das jetzt hier im Video. Die Mail, die ich bekommen habe, die ist von Markus und Markus hat mir allerdings diese Mail schon im Juli geschrieben. Er hat sie mir schon im Juli geschrieben und ich habe die damals auch im Rahmen des Helpdesk schon mit beantwortet. Also ihr wisst, Helpdesk, ne, es gibt unseren Börsendienst Optionsstrategien, kommt jeden Mittwoch. Jeden Donnerstag ist dann eine Stunde lang ein Live-Webinar, wo wir Fragen beantworten, wo wir unsere Trades zeigen. Und also 21, immer donnerstags um 17 Uhr ist dieses Webinar, können alle Abonnenten des der Optionsstrategien teilnehmen. So, und da kommt diese Mail und wenn manchmal so tolle Mails kommen, die wichtig sind, drucke ich die mir aus, damit ich die später mal noch verarbeiten kann in Seminaren oder eben hier auch in Videos. Und das ist ein cooles Video. Und zwar hat der Markus Folgendes gemacht. Und zwar, ich lese euch die Mail ganz kurz vor. Hallo, ich habe vor einigen Tagen für Netflix einen 390er Put at the Money verkauft. So, das heißt, hier, Aktie ist aber eigentlich relativ wurscht. Wir nehmen jetzt trotzdem hier Netflix, 390er Put. Das war im Juli, ist diese Mail. Und die Laufzeit dieser Option ist der 21. Dezember 18. Ne? Also roundabout 5 Monate. So, 5 Monate Restlaufzeit. So, und jetzt schreibt der Markus weiter, der Kurs steht bei 372, also die Netflix ist hier, es war eine At-the-Money-Option und ist auf 372 runtergefallen. Ich glaube, mittlerweile ist sie noch billiger. Und jetzt schreibt er, leider werde ich nicht angedient, denn das wollte ich eigentlich erreichen. Gibt es dafür eine plausible Erklärung? So, und lieber Markus und liebe Zuschauer, das klingt wie Fernsehen, oder? Nein, lieber Markus, pass auf, es gibt natürlich eine ganz, ganz logische Erklärung dafür. Und die logische Erklärung hängt hiermit zusammen. Und lasst uns das vielleicht kurz gemeinsam mal schauen, warum wirst du denn hier nicht angedient? Folgende Situation, du hast ja eine Aktie und du sagst, hey, ich möchte zu dem Preis möchte ich die Aktie kaufen und deswegen schreibe ich hier einen Put, okay, einen At-the-Money-Put. So, also du schreibst hier einen Put, du möchtest diese Aktie haben, das ist ein sogenannter Cash-Secured-Put. So, jetzt passiert Folgendes, die Aktie fällt, geht in the money, ne? Also das heißt, der Kurs ist hier jetzt von mir aus 20% tiefer. So. Warum werde ich jetzt nicht angedient in dieser Aktie? Warum bekomme ich diese 100 Aktien nicht in mein Depot reingebucht? Gehen wir noch mal ganz kurz durch, wer darf, wer muss. Derjenige, der diesen Put gekauft hat, der hat das Recht, die Aktien zu dem Preis zu verkaufen. Also wenn wir jetzt hier sagen, ich glaube von 390, ne? Das heißt, der darf für 390 diese Aktien verkaufen, 100 Stück davon. So, derjenige, der den Put verkauft hat, der hat eine Prämie bekommen. Ich glaube, das war noch, stand auch noch mit einer Mail drin, das waren ein paar tausend Dollar. Und der hat die Pflicht, auf Aufforderung die Aktien zu übernehmen. Das heißt, er hat kein Recht, sondern nur eine Pflicht auf Aufforderung. Das heißt, nur wenn der Besitzer des Puts sagt, hier sind meine Aktien, du musst die mir für 390 abkaufen, dann wird er das tun. So, und warum hat er das zu dem Zeitpunkt jetzt nicht getan, ne? Obwohl die Aktie hier viel, viel tiefer stand. Und der Grund ist ein ganz simpler. Und zwar die Laufzeit. Überleg mal, derjenige, der den Put gekauft hat, der hat Geld ausgegeben. So, der hat, sagen wir mal, 3000 Dollar ausgegeben für diesen Put. Und damit kann er jetzt bis zum Ende der Laufzeit, in deinem Fall war das hier Dezember, also 5 Monate lang, kann er sich jetzt überlegen,
ob er dir die Aktien verkauft oder nicht. Und überleg mal, warum macht das jemand? Ne? Also warum macht das jemand? Er will sich absichern gegen fallende Kurse. Er hat kein grundsätzliches Problem mit der Aktie. Wenn er ein grundsätzliches Problem mit der Aktie hätte, dann würde er die einfach verkaufen. Sondern er sagt, hey, Netflix, tolle Firma, aber wer weiß, wo er gekauft hat. Ich sitze hier vielleicht auf großen Gewinnen. Ich investiere mal 3K und damit habe ich das Recht, jetzt innerhalb der nächsten 5 Monate die Aktien, wenn sie nicht über 390 gehen, wieder zu verkaufen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, was passieren kann. Die Aktie kann unten drunter bleiben, dann wird er am Ende der Laufzeit oder kurz vor Ende der Laufzeit sagen, naja, okay, komm, dann gebe ich sie halt für 390 weg. Ja? So, die Aktie könnte aber auch zum Beispiel noch tiefer fallen. Dann hat er genau wieder denselben Grund, das zu machen. Also, aber warum soll er es hier machen? Ne? Kann er genauso hier machen oder hier? Er hat ja das Recht bis zum Ende der Laufzeit. Und jetzt gibt es aber noch einen dritten Punkt. Und das wird ihn davon abhalten, dir die Aktien zu verkaufen. Und das ist der hier. Es könnte ja auch sein, dass die Aktien hochgehen und am Ende der Laufzeit bei, können wir machen mal was für alle Netflix-Fans, bei 500 stehen. Egal, aber ihr wisst, was ich meine, dass die einfach über den 390 steht. Ja? So. Und jetzt stell dir mal vor, die Aktie ist runtergefallen, er hat sie dir für 390 verkauft und am Ende der Laufzeit stellt er fest, verdammt nochmal, hätte ich doch die Aktien lieber behalten. Ja? Das Geld hat er ohnehin bezahlt, das ist seine Versicherungsprämie, die hat er bezahlt. Warum soll er jetzt also seine Versicherung vorzeitig auflösen, wenn er doch diese Möglichkeit, dass es nach oben gibt, durchaus, seht ihr das überhaupt so richtig? Kann man, glaube ich, ein bisschen drehen. Ja, ne? Also, dass er die durchaus einkalkulieren muss oder einkalkulieren will. Das heißt, er wird dich nicht andienen, weil er sagt einfach, ihm passiert ja nichts. Je weiter die Aktie fällt, dir im Depot, er hat von mir aus 100 Netflix im Depot, je weiter die fällt, umso mehr wird dieser Put wert. Das heißt, er hat keinen Wertverlust im Konto. Ne? Aktien werden immer weniger wert, Put wird immer mehr wert. Wenn er Glück hat, wird sogar der Put ein bisschen mehr ansteigen. Warum? Zeitwert verfällt zwar ein bisschen, aber wenn die Aktie stark fällt, Volatilitätsanstieg macht die Option sogar noch ein bisschen teurer. Also für ihn ist das kein schlechtes Geschäft. Er hat eine Prämie bezahlt, das weiß, die ist weg, aber hey, okay. Dafür kann er die Aktien jederzeit verkaufen. Ne? Wenn es aber eben wieder hochgeht, hat er die Chance zu sagen, ja, dann behalte ich sie vielleicht doch. So habe ich eben eine Korrektur ausgesessen. Das ist ganz normaler Hedge, den er gemacht hat. Und deswegen musst du Folgendes machen. Wenn du also sagst, okay, ich will das unbedingt machen, da gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie du machen kannst. Nummer eins, du schreibst Optionen mit kurzer Restlaufzeit. So. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, die Aktie ist bei 390, fällt runter auf 380 und die Option hat bloß noch eine Restlaufzeit von 10 Tagen, hier, dann würde die dir wahrscheinlich eher andienen, ja, als wenn du sagst, die hat noch eine Restlaufzeit von 250 Tagen. So, das heißt, kürzere Restlaufzeit nehmen. So, das zweite ist, du könntest auch im Geld die Option schreiben. Das heißt, angenommen, der Preis ist bei 390 und du würdest einen 410er Put schreiben, mal als Beispiel, dann kriegst du ja diesen inneren Wert hier mit, nämlich die 20. Wenn die Aktie bei 390 bleibt, kriegst du das zwar für 410 eingezugteilt, hast auch die 20 hier mit verdient, aber wenn die über die 410 steigt, kriegst du sie ja wieder nicht zugeteilt. Hast aber einen Vorteil, dann hast du wenigstens hier diese 20 Dollar inneren Wert mitverdient. Ne? Also das sind aus meiner Sicht, ich nenne es jetzt mal hier Deep ETM, die einzigen Möglichkeiten, die du hast, wenn du dir relativ sicher sein willst, dass du die Aktie zugeteilt bekommst. Ne? Also vermeide lange Laufzeiten, weil der andere wird das nicht machen. Und wenn, dann geh nicht ans Geld, sondern ein bisschen ins Geld hinein. Du musst jetzt nicht wie in dem Beispiel so tief ins Geld gehen, aber ein bisschen solltest du ins Geld gehen. Okay? Und das ist auch ganz, ganz wichtig, sollten wir jetzt wieder mal in den Aktienpreisen sehr stark nach unten kommen. Ne? Und er sagt dann, hey, super Idee, jetzt schreibe ich Putz. Dann machen halt viele den Fehler und sagen, Markt ist irgendwie hier riesig gefallen und jetzt schreibe ich eine ganz lange Option. Super, ne? Ist nicht schlecht. Kriegt einen Haufen Geld dafür, für diesen Put. Aber zugeteilt kriegen werde ich ihn wahrscheinlich nicht.
sei denn der Preis fällt dann nochmal weiter. Aber wenn halt der Preis dreht, hier, und die Laufzeit ist bis hier, warum soll euch das jemand geben? Auf gar keinen Fall. Ja? Also das müsst ihr beachten. Und dann klappt es auch mit dem Cash Secured Put. Okay? Super Frage. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.